Let's Play Resident Evil HD Remaster Folge 11. Willkommen zurück, Dread Fury hier. Und in der letzten Episode haben wir dann endlich die Schrotflinte und zu unserem eigenen Besitz hinzugefügt. Und bevor ich jetzt nochmal rausgehe, wollte ich nochmal gucken, was ich denn nun eigentlich mitnehmen sollte und was nicht. Bin da aber allerdings auch noch nicht so sicher. Ich denke, man könnte jetzt die Waffe hier lassen, weil ich jetzt die Schrotflinte habe mit 8 Schüssen. Ich werde es mal probieren. Damit man einfach mehr einsammeln kann und wer dafür die Schlüsselimitation noch mitnehmen vielleicht. Ah, ich lasse sie auch erstmal da. Auf jeden Fall, was mache ich jetzt als nächstes? Wir haben ja diesen Bereich, ich zeige mal mit der Maus drauf, hier, den habe ich ja als letztes erkundet und mich noch nicht rausgetraut. Da werde ich auf jeden Fall hingehen. Hier in der die Halle ist immer noch rot. Da kann ich auch gleich nochmal vorbeigucken, was das soll, was ich da noch vergessen habe. Achso, das Wappen hier hatte ich das wieder hingestellt, glaube ich. Das könnte ich noch rausnehmen. Ja, und hier fehlt uns immer noch dieser Glitzergegenstand in der Vase. Hier draußen, was war das? Das war, glaube ich, hier sind die Kräuter, genau, die kann ich noch aufheben. Mit den Hunden draußen. Ja, also werde ich erstmal mich daran begeben jetzt. Step by step hier weiter sozusagen die Räumlichkeiten clearen. Den Zombie habe ich ja letztens mit dem Headshot geklärt. Eigentlich auf der Treppe. Kurz gucken. Genau, das war ja irgendwie unwichtig. Hier ist ein Zombie, der mich gar nicht angreift. Ist auch okay. Also gehe ich jetzt erstmal zurück in die Haupthalle. Guck noch mal unten bei der Schreibmaschine vorbei. Ja, das klingt erstmal nach einem guten Plan. Glaube ich, schneller runter. So, zuerst mal hier. Also es müsste sich hierbei dann um das Wappen handeln, was ich ja, glaube ich, dann zum Kamin zurückgelegt hatte. Wobei ich allerdings auch nicht sagen kann, die Uhr hatte ja auch noch eine Rolle gespielt, wozu ich das Wappen brauchen würde. Obwohl, warte mal. Irgendwo hatte ich doch eine Tür in einer der letzten Folgen gesehen, wo sowas stand wie Familienwappen. Ist allerdings immer noch rot, der Raum. Ich werde nochmal überall so ein bisschen rumklicken. Schreibmaschine wird es ja nicht sein. Nochmal bei der Uhr hier gucken. Auch nichts. Gut, also mag sein, dass es dann hier später noch sich was hier tut. Als nächstes gehe ich jetzt mal endlich mal wieder zu den Kräutern nach draußen mit den gemeinen Hunden, die mich schon so manchen Nerv gekostet haben. Das Wappen könnte tatsächlich sein, ich glaube, das war eine Tür kurz vor dem Bereich, den ich da neu entdeckt hatte, den ich am Anfang jetzt hier gezeigt habe. Da meine ich mich zu erinnern, dass da irgendwas von Familienwappen stand. Eventuell kann man da diesen Schild
reinpressen. Okay. Endlich gehe ich hier nicht mehr lang, um die Schrotflinte zu kriegen. Endlich besitze ich sie schon. Hier ist die Tür. Bin gespannt, ob ich jetzt erkennen kann, woher da immer die Hunde kommen, wenn sie dann kommen. Aktuell ist da draußen ein Hund. Naja, und der hat mich gerade angefallen. Also der war anscheinend noch da. Ich werde den jetzt, ohne hinzugucken. Habe ich ihn getroffen? Ne. So, jetzt habe ich ihn getroffen. Jetzt müsste meine Waffe leer sein. Und jetzt kann ich das einsetzen. Okay. Jetzt habe ich also 6 Schüsse. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Und ich weiß leider immer noch nicht, wie ich das Kerosin hier einsammeln kann. Die grünen Kräuter stacken nicht, aber das wird jetzt hier immer. Ne, das ist jetzt grün, okay. Also obwohl der Kerosintank noch hier steht, ist der Bereich grün. Das heißt, irgendwie, was heißt das? Dass man den wohl nicht einsammeln kann, oder was? Oder nicht aktuell nicht einsammeln kann. Auf jeden Fall haben wir gelesen in dem Buch, dass man grün und rot kombinieren kann zu was ganz Tollem. Das werde ich jetzt mal machen. Mixed Herbs. Mal angucken. Aha, so ein bisschen Staubpuder. A mixture of green and red herbs. Korrekt. Okay, einsetzen will ich es jetzt noch nicht, weil ich noch volle Energie habe. Sondern ich will jetzt mal gucken. Genau, ich bin ja schon auf dem richtigen Weg zu dem Bereich, zu dem ich hin möchte. Und ich kann ja nochmal zeigen mit der Maus. Hier, diese rote Tür ist meiner Meinung nach eventuell diejenige gewesen, welche der Schild öffnen könnte. Hier verlaufe ich mich ja gern mal. Wegen der Kamera. Ich glaube, ich habe mich wieder verlaufen. Ja. Ich habe übrigens, neulich hat Insert Moin, einer der Podcasts, die ich mir täglich anhöre, nur zu empfehlen, auch die über dieses Spiel gepodcastet. Und da wurde festgestellt, die hatten natürlich alle auch ein bisschen Vorahnung von den ersten Teilen, dass es früher wohl so war. Was war das? Ein Donnerschlag. Dass die Steuerung auch anders war. Das heißt, hier, wenn ich jetzt sozusagen zur Kamera zulaufe, drücke ich nach unten, ja, auf die Kamera zu, und früher hätte man da wohl nach oben gedrückt, weil man da immer in die Richtung gedrückt hat, in die der Charakter geguckt hat. So, das war jetzt hier die Tür, von der ich vielleicht dachte, dass ich da den Schild, aber das sieht jetzt doch nicht so aus. Ich probiere es trotzdem mal. Nö. Schade. Steht nur was von Family Emblem. Was war hier mit der Tür? Emblem of Armor. Aber das dürfte ja... Ach, kann ich das vielleicht mit dem Schlüssel kombinieren? Den Schild? Hm. Gute Frage. Aber als erstes werde ich jetzt hier diesen Außenbereich erkunden, den ich das letzte Mal da noch entdeckt hatte. Das interessiert mich jetzt doch. Er ist grün. Das heißt, hier gibt es nichts einzusammeln. Oh, ja, schön. Ich habe natürlich auch wieder keine Defense Tactics. Und ich überlege immer noch, ob man tatsächlich sich dann noch wehren kann, wenn der Hund einen da am Schlawittchen schon hat. Hat mir Gott sei Dank nicht viel abgezogen. Hier ist was. There's something written in the indentation. Also in der Eindellung steht was. The defiler of the accursed coffin. Also defile heißt ja irgendwie
Entweihen, glaube ich mal, oder so. Also der Entweiher des Sarges, des verfluchten Sarges. Ja, bin ich natürlich auch hier mal ein Schild, wenn ich mal dabei habe, drauf zu pressen. Ach, habe ich mir den Schild überhaupt schon mal examined? Das wäre doch mal interessant. Nothing unusual. Ah, man hat es also oftmals. Ist also abgenutzt an den Rändern, weil man es oftmals irgendwo eingesetzt hat. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Tür ja aufgeht, wenn ich da diese Eindellung fülle. Also komme ich jetzt hier dann wohl erstmal nicht weiter. Gut, dann gilt es mal einen neuen Plan zu fassen. Also nochmal auf die Map zu gucken. Okay, der Raum hier unten wurmt mich natürlich permanent, weil er noch rot ist, weil ich da das Glitzern sehe und ich weiß, wie ich da rankomme. Das ist schon mal ätzend. Im zweiten Stock sind viele Dinge geschlossen, allerdings war ich da überall schon und da fehlte mir jeweils der Schlüssel. Im dritten Stock, das war die Schlüsselfalle. Da habe ich jetzt auch noch keine Lösung, so wie ich das sehe. Und das ist hier, das ist, was ist das? Das könnte hier dieser Keller sein, ne? Und hier dann, da müsste ich eigentlich auch noch mal gucken, ob ich da inzwischen was in die Münder und sowas reinsetzen könnte. Und das hier weiß ich gerade nicht, was das ist. Ist das der Friedhof oder was? Das kann ich jetzt nicht identifizieren. Was ich jetzt machen werde, ist nochmal zurückzugehen. Das macht man ja relativ selten im Spiel. Backtracking. einfach, um mal zu gucken, ob ich den Schild eventuell mit dem Schlüssel da kombinieren kann. Obwohl es klingt eigentlich unlogisch. Aber da ich jetzt gerade mal nicht weiß, was ich sonst noch machen könnte, werde ich das mal tun. Ist ja schon relativ, eigentlich relativ nette, sag ich mal, Funktion, dass man gucken kann, in welchen Räumen alles aufgeräumt ist und welchen nicht mit diesem Grün-Rot. Das, ich denke mal, das braucht es auch bei dem Spiel. So, hier ist dieser glitzernde Gegenstand. Mann, das kann man da wohl machen, um da ranzukommen. Hier ist ja der Zombie hinter, den könnte ich jetzt erschießen, weil das ist auch noch rot, aber ich vermute eigentlich nicht, dass ich da noch groß was kriegen kann, außer eben in dieser Schüssel. Vor allem, was könnte das sein? Das wurmt mich echt. Gegenstände. Könnte mal hier gucken. Naja, aber eigentlich da vorne ist irgendwie so ein. Na? Kamera soll mal umschwenken, ja gut. Sieht so aus wie so ein Schlitz oder was, aber eher schwierig, da jetzt was rauszulesen, was es sein könnte. Was ist eigentlich der schnellste Weg jetzt hier? Moment, ich will erstmal die Tür gucken, was ist eigentlich mit der Tür hier? Ah, da brauchen wir auch den Helmschlüssel. Wie war jetzt der schnellste Weg eigentlich zu meinem, zu meiner Itembox? Das ist irgendwie mir noch nicht ganz so klar. Im Prinzip kommen wir ja dahin über diese Treppe. Also eigentlich wirklich ist der schnellste Weg in die obere Etage zu gehen. Eigentlich ein ganz schön umständlicher Weg. Aber gut, hilft ja nichts. Und an der Itembox werde ich dann nochmal gucken. Ich habe ja noch diese Holzvertäfelung. Wozu soll die sein? Ich habe das Feuerzeug, damit habe ich bisher einen Kamin angemacht. Kurz langsam gucken, laufen. Okay, sie zielt, wenn ich ziele, nach gegenüber.
Das heißt, der Zombie wird wohl gegenüber sein. Und da stöhnt er auch. Die Holzvertäfelung ist mir unklar. Eventuell kann ich die abbrennen. Hier hinter, wo der Zombie steht, geht es ja nur in den Gang mit den Spiegeln und einer Tür davor, die ist verschlossen. Die Frage ist, habe ich da schon probiert reinzugehen? Greift der Zombie mich wieder nicht an? Doch. Soll ich ihn jetzt erschießen? Oh Gott, das war wieder dumm. Ich werde ihn aber jetzt erschießen, weil ich hier ja echt öfter lang gehe. Da bietet es sich irgendwie schon an. Ich lasse ihn erstmal aufstehen. Ich will eigentlich den Kopf wegballern. Das ist mir jetzt, glaube ich, gelungen. Hat nichts dabei. Diese Tür hier. Okay, ja doch, die hatte ich schon probiert. Das war die mit dem Helm. Ja, und hier komme ich in den Gang mit den Spiegeln. Na gut, da habe ich zumindest irgendwie eine Abkürzung geschaffen. Jetzt habe ich wenig Energie. Da werde ich jetzt mal testen, diese Mixed Herbs. Wir wissen ja, das grüne Kraut heilt mich so gut wie gar nicht. Mal sehen, was die machen. Die heilen mich also fast genauso wie das Health Spray vorhin. Fast gesund. Das ist also gut. Bevor ich zur Itembox gehe, will ich nochmal den Bereich hier kurz erkunden. Da war ja auch eine verschlossene Tür. Mit dem Armor. Und hier hinter hatte ich geklärtes Grün. Okay. Dann geht's jetzt zur Itembox. Und ich werde nochmal anfangen zu jonglieren. So, schauen wir mal. Okay, als erstes mal Waffen werde ich mal wegpacken, weil ich nicht glaube, dass man die zum Kombinieren irgendwie gebrauchen kann. Das Ding auch nicht. So, das Kraut auch nicht. Feuerzeug eventuell. Also, jetzt mal alles, womit ich was kombinieren könnte. Survival Knife eigentlich nicht, weil es irgendwie als Waffe zählt. Oh, jetzt habe ich es aus Versehen genommen. Blue Gemstone eventuell. Das Herbizid, ja, und der Wooden Mount und die Imitation of Key. Das sind alle Produkte, die ich so eingesammelt habe. Und mal gucken. Erstmal gucke ich mir alles nochmal an. Das habe ich, weiß ich gar nicht, ob ich das beim Feuerzeug schon gemacht habe. Don't play with fire, love Jessica steht drauf. Okay, wer Jessica ist, wissen wir jetzt nicht. Na, so. Hudson steht drauf seit 1985. Okay. Den Schild hatten wir uns angeguckt. Den Gemstone. Beautifully cut and polished. Das kann man wohl sagen. Er strahlt in einem wunderbaren Glanze. Das hatten wir uns eigentlich auch schon angeguckt. A chemical agent to destroy plant growth. Was weiß ich, ob wir noch auf irgendeinen Pflanzengegner treffen, den wir damit erledigen können. Und dieses Brett sieht nach nichts aus. Okay, und der Schlüssel wissen wir ja schon. Imitation of a key, shaped like a key. Aber ihm fehlt die Härte. Wie macht man denn nun so einen Schlüssel härter? Indem man ihn brennt vielleicht, oder? So. Nee, jedenfalls nicht. Dem Feuer, ich könnte den Schlüssel jetzt in den Kamin vielleicht halten, den ich angezündet habe. Das wäre jetzt so eine Idee. Naja, so kann man ja schnell gucken, mit was man es kombinieren kann oder nicht. Das ist jetzt ein bisschen lame irgendwie, weil es wird eh nicht klappen. Aber ja. Okay,
Okay. Gut, so viel dazu. Ich beende mal diese Folge hier dann im Safe Room und werde mir vornehmen, als nächstes den Schlüssel ins Feuer zu halten. Irgendwie ist das jetzt eine Idee. Ich weiß nicht, ob die sinnvoll ist oder nicht. Aber klingt so, dass er irgendwie davon härter werden könnte. Werd mir allerdings noch. Ja, was nehme ich denn jetzt mit? Shotgun ist fast leer. Ich werde jetzt mal die Pistole wieder mitnehmen. Im nächsten Run. Und den gucken wir uns dann gemeinsam in Folge 12 an von Let's Play Resident Evil HD Remaster. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Dread Fury.